Ja, herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, beim 12. Mann, The Fan Talk. Ja, wir wollen das Spiel unserer Fortuna gegen Dynamo Dresden, was gestern am Sonntag um 13.30 Uhr stattfand, kurz durchleuchten. Was ist da schon wieder passiert? Wir kriegen die Dresdner einen Elfmeter gegen uns und verwandeln das Ding. Und wir schaffen es nicht, in den nächsten 55 Minuten das Ding irgendwie auszugleichen oder ja, einen Führungstreffer zu erzielen. Was war denn da los? Ich muss jetzt wirklich an dieser Stelle mal sagen, ein Wort erwähnen, das der Fußballfan an sich ungern hört, aber wir haben eine Krise. Ist es jetzt Christian Preußer, dem es nicht gelingt, aus den Einzelspielern eine funktionierende Mannschaft zu formen, oder sind es quasi die Spieler, die gegen ihren Trainer spielen, um ihn quasi loszuwerden? Es ist immer leicht, den Trainer zu feuern, das wissen wir aus Erfahrung, aber es muss mal wirklich hinterfragt werden. Was ist da los? Naja, nichtsdestotrotz, meine Freunde, das heißt jetzt Mund abwischen, das heißt jetzt wieder fokussieren. Wir sind schon wieder am Freitagabend gegen Heidenheim zugange und da hoffen wir natürlich nach wie vor auf einen Sieg. Also, meine Lieben, macht gut. Bleibt dem Fußball gewogen, bleibt uns gewogen und vielen Dank fürs Reinschauen, euer Jan.